Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banuki Daily mit dem Christian und mit dem Sashi. Gute. Und wir haben heute den 12. Dezember. Am 12. Dezember sprechen wir natürlich wieder über ein berühmtes Geburtstagskind. Möchtest du? Nee, du. Ja, also möchtest du mit mir darüber sprechen? Ja. Ja, das ist schön. Das möchte ich, Sascha. Max Rabe, kennst du Max Rabe? Max Rabe, Musiker. Ah, der Sänger. Macht diese Sänger, der macht diese... Diese die 20er-Jahre. 20er-Jahre-Style, ja. Korn, Schwein, Sprechgesang, ganz langsam. Ja, dieses gesungen. Kein Schwein ruft mich an oder küssen kann man nicht alleine. Also das ist alles ja, so... schwarze Anzugfliege. Ja. Max, ja. Max, hier, alles Gute. Ja, also ich weiß nicht, ob ich's mag. Also ich kann es mir nicht lange anhören. Nee, lange nicht, aber mal so ein, zwei Lieder und dann... Nee. Ein, zwei Sekunden kann ich mir mal anhören. Okay, Geduld ist nicht so deins, verstehe ich. Also alles klar. 12. Dezember 1948. Herzlichen Glückwunsch an die FDP. Da wurde in Heppenheim an der Bergstraße die FDP gegründet. In Heppenheim? In Heppenheim. Heute am 21. sage ich, am 12. Dezember. Am 12. Dezember 1948 wurde die FDP heute gegründet. Genau. Hammer. Ja. Und was haben wir davon? Nix. Nix, ja. Ist auch ein Geburtstagskind. Ja, genau. Am 12. Dezember kommt ein Film in die Kinos, der war damals schon sehr beliebt. Oh, das schränkt die Sache wahnsinnig ein. Weißt du, dieser eine da. Ach, der mit dem Schauspieler. 1956 mit dem Schauspieler, der nur drei Filme gemacht hat. Ja. Das schränkt aber doch ein. Ja, das war der Mann von der... Nee, war kein der Mann. Cousin, der die Cousine, vielleicht, meine ich. Vielleicht also der Mann, der die Frau da geheiratet hat, meinte ich ja. In dem Film? Nee, aber die Frau da ist es. Die, Giganten war der Film. Giganten, genau. Giganten heißt der Film, ja. Mhm. Das ist mit James Dean. Mhm. Kennst du James Dean? Ja, James Dean kenne ich noch, aber ja. Den Film habe ich nicht gesehen. Nein. War mit Rock Hudson, Elizabeth Taylor und James Dean. Lispel Taylor. Der hat nicht gelispelt? Achso. Lispel Taylor. Ja. Wenn man auf Englisch, weil das Ding war ja, im Deutschen hat man ja eine Synchronstimme. Mhm. Aber im Englischen war es ja so, dass sie ja gelispelt hat. Oi, James, you are so wonderful. So, Rock. Genau. Sie also, hat immer Rock gesagt, ja. Dabei hat sie ja aber den Typen gemeint. Ne? Der, und dass sie James Dean im Film nicht mit seinem Filmnamen anspricht, sondern mit James. Ja, und sie hat ja immer, jetzt kommt richtig flacher, und ja. Sie hat immer so Star Wars, sie war ja eigentlich diejenige, die den... die Lispel Taylor. Nee, die den Voda. Franco Voda ist doch der Trainer von... Jetzt kommen wir total... Was? Franco Voda, weißt ja. Du noch, der Trainer von Österreich. Also der Österreich trainiert hat. Ja, so. Franco Foda, der hat auch aber mal ich meinte aber gespielt. Yoda von Star Wars. Ist egal. Also Lisbeth Taylor, jetzt komme ich wieder zurück. Taylor, ja, ist eigentlich diejenige, die den Yoda sozusagen seine Art und Weise gegeben hat, wie er sprechen soll. Der hat immer gesagt, dein Vater, er ist. Mhm. Hat er immer gesagt. So, aber die Lisbeth hat gesagt, Rock Hudson. Rock Hudson. Alter, für so einen schlechten Witz haben wir jetzt so eine Runde gedreht. Ehrlich. Für so einen schlechten Witz drehen wir so eine Runde. Oh. Okay, wir schließen die Nummer ab. 12. Dezember, Nationalfeiertag in Kenia. In der lokalen Sprache aus Mugu Mugu Kobo Kobo genannt. Das war der 12. Dezember. Im Ernst? Nein. Hast du gedacht, dass du irgendwas recherchiert hast? Mugu Mugu Kobo Kobo. Ja. Das war der 12. Dezember. Ja. Lass uns raus hier. Das ist ganz wichtig. Müssen wir morgen wieder am 13. Dezember unbedingt nicht wiederholen. Ich halte das Nervlichchen nicht mehr aus. Cheerio, Miss Sophie, war das ein Knorz jetzt heute hier. Ich pack das nicht mehr.